Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zum dritten Teil der Alpha 3.2 Einsteigerreihe. Und heute geht es um den Punkt Multicrew oder eben, ja, Single Crew ist ein blödes Wort, ne? Also quasi Single Player in dem Falle. Was sollte man da beachten beim Starterschiff? Ich rede wirklich nur vom Starterschiff. Es gibt Schiffe, die haben grundsätzlich nur ein Cockpit. Und wenn dem so ist, das wäre zum Beispiel hier die Hornet, dann kann dort auch nur eine Person rein. Auch mit Biegen und Brechen kommt dort keine zweite Person rein, weil einfach kein Platz ist. So, das heißt, ihr müsst euch überlegen, will ich ein Schiff haben nur für mich alleine oder will ich vielleicht auch mal jemand anderen mitnehmen? Und in dem Moment, wo ihr sagt, ich will jemanden anderen mitnehmen, dann fallen alle Schiffe sofort natürlich raus, die nur ein Cockpit haben. So, das sind ausgesprochen viele Schiffe tatsächlich. Aber es gibt diverse, die haben einen Innenraum. Das könnt ihr relativ einfach herausfinden, indem ihr hier unten auf der normalen Schiffsseite auf Max Crew geht. Und dann könnt ihr sagen, 2 bis 3. So, und dann seht ihr hier diverse Schiffe, 2 bis 3. Aber das ist alles ein bisschen relativ, denn man kann auch durchaus zum Beispiel eine Avenger zu zweit benutzen. Ja, ich mache euch dann mal ein simples Beispiel. Der eine fliegt als Pilot. Der andere sitzt quasi hinten, da wo die große Luke ist, mit einem Raketenwerfer und ballert, während du fliegst, auf irgendwen drauf. Das geht. Das geht auch jetzt schon. Das heißt, da muss man vorsichtig sein mit diesen Max-Crew-Min-Crew-Gedöns. Aber ihr seht, hier sind also alle Schiffe auf jeden Fall aufgelistet, die für Multicrew ausgelegt sind. Auch die Reliant Core. Die Reliant Core wäre quasi das Starterschiff für Einsteiger, für zwei Personen. Allerdings, jeder kann machen, was er will, aber ich finde die Reliant Core einfach nicht gut. Das ist meine persönliche Meinung. Man kriegt für relativ wenig Aufpreis die Cutlass Black, die deutlich, deutlich, deutlich besser ist und auch noch einen ordentlichen Geschützturm hat, den der zweite Mann dann bedienen kann. Und ihr habt zwei Betten drin, das heißt, ihr könnt euch beide dort auslocken in der Cutlass Black, während die Reliant Core hat kein Bett. So, gar keins. Ich weiß nicht, ob die nochmal irgendwann eins bekommt oder ob man sich eins reinbauen kann, da habe ich keine Ahnung. Aber, ich weiß nicht, gibt es hier ein Bild vom Innenraum? Ne, gibt es nicht, ne? Aber hier seht ihr, ich mache es trotzdem mal beispielhaft an diesem Schiff. Ihr habt hier quasi die Möglichkeit, so zwei zu sitzen. Oder auch übereinander dann, wenn ihr euch entsprechend vom Schiff her umdreht. Und ihr habt hinten auch hier die Klappe. Das heißt, ihr könnt ihr Fracht reinbringen. Allerdings hat die echt nicht viel Cargo. Also die Reliant Core hat, glaube ich, warte mal. Ich mach mal ganz kurz nachschauen. Die hat hier 4 SCU Cargo Kapazität, das ist nichts, ne? Also mal als Beispiel, die Avenger Titan hat 8, das Doppelte. So, deswegen, ich persönlich würde immer von der Reliant Core tatsächlich abraten. Vor allem, sie ist auch nicht gut gepanzert, sie ist relativ schwach, sie ist ganz wendig, das kann man, glaube ich, sagen, aber ich persönlich würde dann, wenn ihr schon ein Multicrew machen wollt, zu zweit spielen wollt, würde ich die Cutlass Black als Allrounder empfehlen. Weil, hier sind noch, übrigens noch immer die alten Bilder. Hallo CRG, falls irgendwer von euch zuguckt, ändert doch mal die Bilder. Die sind doch schon 1000 Jahre alt. Die stimmen alle nicht mehr hier. Ihr könnt hier auf jeden Fall hintereinander sitzen. Ja. Und einer von euch kann, sieht man das hier genau, in diesen Geschützturm hier reingehen. Und der andere kann währenddessen fliegen. Außerdem habt ihr mächtig Platz. Wobei das Bild hier ist, wie gesagt, doch alt. Aber ihr habt trotzdem jede Menge Platz in dem Schiff. Und ihr habt sage und schreibe 46 SCU Platz. Das ist schon jede Menge. Habt auch bessere Schilde, bessere Waffen, ich glaube auch eine etwas bessere Panzerung. Also das Schiff ist deutlich, deutlich stärker und kostet, glaube ich, nur um die 30 Dollar mehr. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, guckt einfach nochmal nach. Aber Multicrew-technisch wäre es sinnvoller, nach meiner Sicht, die Cutlass Black zu nehmen. So, ansonsten, größer geht immer, besser geht immer. Ihr habt dann noch die Freelancer, ihr habt die Constellation, es gibt 100, also gut, 100 nicht, aber es gibt sehr, sehr viele Multicrew-Schiffe. Die Frage ist halt immer, was mache ich bei Multicrew? Also wenn ihr einen Kumpel habt, der ist genauso heiß wie ihr auf Star Citizen, dann macht es natürlich Sinn, dass man da halt regelmäßig gemeinsam zockt. Auf der anderen Seite ist es auch ganz geil, wenn man einfach jeder sein Schiff hat. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen. Ob das jetzt besonders lustig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel nur im Geschützturm sitze und nicht fliegen kann die ganze Zeit. Ja? Aber grundsätzlich müsstet ihr euch am besten vorher überlegen, wollt ihr Solo spielen oder wollt ihr zumindest die Option haben, Multicrew zu machen. Und wenn ihr diese Option haben wollt, dann empfehle ich immer ein Schiff mit Innenraum. Und da kommen wir zu einem Schiff, was eigentlich nicht für Multicrew gedacht ist,
sondern für Single. Und das ist die Avenger. Ich weiß, die Avenger hatten wir schon. Ich will es nochmal. Huch. Achso, Max Crew. Animax Crew. Da haben wir die Avenger Stalker, die Titan Renegade, die Warlock und die Titan. Denkt dran, die sind aktuell noch alle im Sale. Das heißt, wenn ihr eine Avenger haben wollt, dann kauft sie euch. Die Stalker und die Titan, die normale Titan hier unten, die bleiben dauerhaft verfügbar, während die Renegade und die Warlock, die werden dann nur wieder zum Anniversary oder so freigegeben. Es sind keine richtigen Multicrew-Schiffe, aber ihr habt einen Innenraum, ihr habt ein Bett, ihr könnt also auch mal mehrere Leute mitnehmen. Ihr könnt also auch diese Service-Beacons machen, diese Transport-Bojen quasi, wo Leute sagen, hey, hol mich mal ab, ich gebe dir 1000 Tacken dafür. Das könnt ihr locker damit machen. Ihr kriegt alle möglichen Frachten da rein. 8 SCU ist auch eine ganze Menge für diese Preiskategorie und ihr habt eine relativ starke Bewaffnung. So, natürlich, der zweite Mann kann nichts machen, aber ihr könnt ihn zumindest mitnehmen. Ja, das ist schon mal was. Das ist mehr als ein Hornet kann. Und die Hornet kostet mehr. Gut, die Hornet kann auch ein bisschen mehr, im Kampf zumindest, aber so als Einsteigerschiff ist die Avenger dann trotzdem noch mal einen ganzen Ticken geiler. Ne? Ansonsten, was auch noch ganz nice ist, ist natürlich die Freelancer. Da habt ihr verschiedene Varianten. Aktuell kaufbar ist es, glaube ich, nur... Und die sind alle kaufbar. Okay, es sind alle kaufbar, bis auf die Miss. Da gibt es quasi 4 Varianten. Ihr habt hier einmal die normale Freelancer. Dann habt ihr die Expeditionsvariante. Da habt ihr so Scan-Module drauf. Also wer Bock hat, irgendwie neue Welten zu erforschen und Sachen zu scannen und so weiter, der kann sich dann die Duo holen. Ihr habt die Freelancer Max. Die hat also mächtig, mächtig Platz. Frachtraumkapazität ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Mal ganz kurz schauen. 122 SCU, also quasi das, also mehr als das Doppelte wie bei der, also quasi das Dreifache fast, wie von der Cutlass Black. Und dann gibt's noch die Freelancer Miss und das ist ein massiver, also ein wirklich heftiges Kampfschiff. Und hier seht ihr schon, Max Crew ist hier 4. Das liegt einfach daran, ich gehe mal hier in die normale rein, da müssen wir aktuelle Bilder haben. Ihr habt hier eine richtige Brücke. Das ist also kein Cockpit, sondern hier vorne, das ganze Ding ist eine richtige Brücke. Eine recht kleine Brücke, aber es ist trotzdem eine. Da seht ihr sie. Wobei, das ist noch alt, das Bild. Das sieht ein bisschen besser aus mittlerweile. Und da sitzen quasi, ich weiß nicht, wer Stargate Atlantis angeguckt hat, aber da gibt es ja diesen Puddle Jumper. Und so könnt ihr euch die Brücke vorstellen. Genauso. 1:1. Und ihr habt hier auch relativ viele Raketen und Waffen drauf. Also das Ding ist sehr, 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 sehr stark. Vor allem die Miss-Variante. Und die normale Freelancer ist sozusagen der Allrounder. Ne? Relativ lang, relativ groß. Wir gucken es uns auch nochmal im Spiel dann an. Eins der besten Schiffe, die es gibt, nach meiner Meinung. Aber das ist wirklich nur Meinung. Jeder hat sein Lieblingsschiff. Mein Lieblingsschiff ist es übrigens nicht. Mein Lieblingsschiff ist was ganz anderes, aber das mal nur am Rande. Aber wenn ihr Multicrew machen wollt, dann ist die Freelancer sicherlich die eierlegende Wollmilchsau, weil sie ist preislich nur ein bisschen über der Cutlass Black, kann aber 4 Leute bedienen. Ja, weil 4 Leute einen Platz haben. Das ist schon sehr, sehr nice. Außer habt ihr ordentlich Frachtraum hinten im Arsch. Und ihr habt nochmal so einen Zwischenraum, hier ungefähr ist der. Wo ihr oben nochmal eine Luke habt und einen Ausstieg habt und so weiter. Da kann man eine ganze Menge machen. Das Schiff steuert sich ausgezeichnet gut, hat starke, wirklich mega, mega starke Schilde für die Größenklasse. Und ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Empfehlung wert, wenn man Multicrew machen will. So. Und preislich, wie gesagt, 148 ist natürlich eine Hausnummer, klar, ist aber auch ein Game Package. Das heißt, das könnt ihr euch dann quasi so direkt im Game Package holen. Und dann habt ihr, wenn ich jetzt mal kurz hier reinschaue, immer noch die Avenger immer hier drin. Kann ich das irgendwie sehen, was da drin ist? Da. Habt ihr halt 5000 Ingame-Geld, 6 Monate Versicherung und den Arrow View Hangar. Das ist schon ganz geil. Und da müsst ihr euch auch überlegen, ob ihr vielleicht euch einfach gemeinsam dann so ein Schiff kauft. Das ist halt so ein bisschen Geschmackssache. Also nicht, ich meine jetzt nicht Account-Sharing, ne? Ihr braucht natürlich jeder ein Game-Package. Aber wenn, sag mal, du hast jetzt einen Kumpel und ihr wollt euch zusammen Star Citizen holen und sagt, Mensch, wir wollen nicht jeder ein einzelnes Schiff haben, das können wir uns später immer noch holen, aber wir wollen einfach gemeinsam so ein Schiff haben. Dann könnt ihr euch ja einfach die Freelancer auch preislich teilen und dann untereinander ausmachen, wie ihr sie benutzen wollt. Ne, dann kauft sich der andere quasi nur ein normales Game Package oder was weiß ich. Das könnt ihr also auch machen. Das ist durchaus auch sinnvoll.
Deswegen gibt es auch hier ganz, ganz teure Schiffe, die kosten dann über 1000. Die kauft sich normalerweise keine Einzelperson. Auch so eine Aquila ist für eine Einzelperson relativ sinnlos. Also da brauchst du halt eine Crew. Ne? Oder auch eine Polaris und diese anderen großen Dinger, die es so gibt. Oder auch hier die Starfarer sind riesige Schiffe, die machen alleine wenig Sinn. Man kann sie zwar fliegen, aber ganz ehrlich, Mindestcrew ist glaube ich hier 4, wenn ich mich nicht irre. Beispiel, warte mal, genau, 4 bis zu 6 Personen, das holt man sich halt dann gemeinsam, glaube ich, ne? Oder man beteiligt sich halt irgendwie dran, keine Ahnung, das müsst ihr ja mit euren Freunden ausmachen, unter euch, wie auch immer, ansonsten, wenn ihr Multicrew machen wollt, denkt immer daran, es ist cool, aber hat auch seine Nachteile, weil ihr seid dann natürlich immer angewiesen auf eine andere Person. Das Schöne ist allerdings, und das will ich noch zum Abschluss sagen, bei Multicrew, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt ein Multicrew-Schiff für 4 Personen und meine 3 Kumpels, die sind jetzt aber einfach nicht da und ich will jetzt aber zocken. Ihr habt später dann die Möglichkeit, NPCs anzuheuern, entweder über eure Charakterslots oder auch in-game dann, und dann könnt ihr diesen NPCs auf eurem Schiff die Aufgaben zuweisen. Und dann kann jederzeit einer von euren Freunden diesen NPC auch übernehmen. Ja, das heißt, der kann quasi dann nicht mehr seinem eigenen Charakter spielen, aber der kommt zum Beispiel ins TS, ja, und sagt, hey, wie geht's? Und du sagst, ja, ich zocke als Star Citizen, sagt er, hey, cool, da komme ich mal rein. Und dann kannst du sagen, yo, ich habe hier gerade einen NPC neben mir sitzen, den kannst du übernehmen. Und dann kommt er rein, übernimmt den NPC von dir und dann spielt er quasi gemeinsam und er spielt den NPC. Das ist schon sehr, sehr nice. Das geht aktuell aber noch nicht, ne? Das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, nächstes Jahr soll das kommen. Schauen wir mal. Dann noch ein bisschen Geduld haben, aber das geht auf jeden Fall dann später im Spiel. Insofern ist es auch eine recht dynamische Multiplayer-Geschichte, die man machen kann. Und da braucht ihr euch eigentlich wenig Sorgen drüber machen. Ne? Außer bei den ganz großen Schiffen, da ist dann halt wieder ein bisschen schwierig. Ne? Dann brauchst du vielleicht dann wirklich eine halbe Gilde, um so einen, weiß ich nicht, Javelin oder sowas dann zu steuern und zu bedienen, richtig. Aber ich sag mal, bis zur Constellation geht auch noch Solo. Nicht geil, es ist nicht geil Solo, aber es funktioniert. Gut, das soll uns dazu reichen zum Thema Multicrew oder Single Crew, in Anführungsstrichen, wenn ihr da Fragen habt, haut's einfach in die Kommentare. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. With 65 degrees, last time I is, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. Wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?